Bertha Benz, Simone Louise de Forest, Pat Moss. Schon immer waren starke Frauen flott unterwegs, so wie die beiden mit ihrem Topolino-Nachfolger. Wilde Mäuschen on the road again. In der Mini-PS-Perle. Ja, genau. Praline. Ja. Du bist ja auch hier. Ja, hallo. Ja, hallo zusammen. Ich bin Susanne Gentemann, komme aus Zetel. Und ich bin die Dubi Mattea, komme aus Wilhelmshaven. Daten und Fakten. Von daher, Susi, hau mal raus. Danke, liebe Lieben. Also heute geht es um meine kleine PS-Perle. Und zwar ist es ein Fiat 500 R-Modell mit 600 Kubik und ca. 26 PS und ist vom Baujahr 1973. Die wir beim Oldtimer Rallye in Bockhorn gewonnen haben. Und zwar den großen, den Dubi da gerade in der Hand hat. Das ist der erste Platz in der Baureihe von 68 bis 80. Und der kleine hier neben mir, das ist nochmal der erste Platz für das beste Damenteam. Schmuckstück gekommen. Das war eigentlich ganz urig. Also mein Mann, es geht regelmäßig auf die Bremen Classic. In der Regel begleite ich ihn dort nicht, weil ich habe da nicht so Lust, so von Stand zu Stand zu schlendern. Aber ein Jahr, das war 2020, da sagte er sonntags, oh, ich möchte heute wohl doch nochmal hingehen. Und da habe ich gesagt, ja, nochmal, du warst da schon Freitag. Und dann sagte er, oh, komm doch bitte mit, ich habe da noch Bock drauf. Ich sage, okay, dann komme ich dir zuliebe mit. Gesagt, getan, hingefahren. Und dann sind wir so durch die Hallen geschlendert und dann habe ich dort einen blauen Fiat 500 gesehen, der war ganz frisch restauriert, mit Chromteile, cognacfarbene Lederausstattung. Der war so hübsch, da habe ich mich, glaube ich, irgendwie schockverliebt. Und dann habe ich gesagt zu meinem Mann, so einen möchte ich auch haben. Kannst du mir den kaufen? Dann sagt er, ich kaufe doch hier kein so ein teures Auto. Aber wir können drüber reden, vielleicht können wir uns ja auch mal einen kaufen, der nicht so teuer ist, den wir dann selber restaurieren. Ja, nachdem sich die Susi nicht nur in den Jens verliebt hat, sondern in dieses blaue, schöne Schmuckstück von Auto, nahm das Ganze dann ja seinen Lauf. Und Susi, wie ging das denn weiter mit deiner Liebe zum Auto? Wie gesagt, als wir zu Hause angekommen sind, hat Jens gleich den Laptop rausgeholt und ist gleich auf die Suche gegangen, hat mal so recherchiert, was es so auf dem Markt gibt. Und wenn ich ehrlich bin, wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir dann das passende Fahrzeug gefunden haben. Der eine hatte dies nicht, der andere war durchgerostet etc., das kennen die meisten ja. Ja, wir sind dann letztendlich bei Arnold Classic fündig geworden. Da stand dann dieser Fiat 500, allerdings natürlich nicht in diesem schönen Zustand. Er war auch rot, aber halt eben ziemlich verblichen und man konnte ihm sehen, dass er schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte. Aber ansonsten war er gut erhalten, sodass es sich gelohnt hat, diesen zu kaufen oder hat sich gelohnt, ihn zu kaufen. Und dann ging das mit dem Restaurieren los. Dann wurde er komplett auseinandergenommen. Alles runter, Türen, es war wirklich nur noch ein Hohlkörper. Dann wurde komplett grundiert und dann wieder neu lackiert. Und wir hatten natürlich das Glück, oder ich habe das Glück, mein Mann ist gelernter Lackierer in seinem früheren Leben, sage ich mal. Und ein guter Kumpel von ihm, der hat ihm geholfen. Und an dieser Stelle auch schönen Dank, Manni, nochmal für deine tolle Mühe. Und ja, und so ist es Stück für Stück zusammengekommen. Und ja, letztendlich, muss ich ehrlich sagen, hat es 2 Jahre gedauert, bis er dann so geworden ist, wie er jetzt ist. Das hatte ich auch nicht gedacht, aber es hat sich gelohnt. Ja, dass man
man dann mit so einem Schmuckstück vielleicht auch einen super Preis gewinnen kann. So ist es gewesen, Susi. Erzähl mal. Hau raus, was wir da Tolles geleistet haben. Ja, ganz genau. Der erste Einsatz war dann letztes Jahr auf dem Oldtimer-Markt. Da sind wir dann den Sonntag die Abschlussrallye mitgefahren. War mega aufgeregt, weil ich auch nicht wusste, ob er jetzt so wirklich alles mitmacht. War die erste lange Tour. Aber wie gesagt, es hat super funktioniert. Auch dank meiner tollen Co-Pilotin, die super mitgearbeitet hat. Und wir haben tatsächlich zweimal den ersten Platz gemacht. Ja, Leute, es wird euch natürlich interessieren, was unter dieser schicken Haube ist. Es ist ja nicht nur, dass es toll aussieht, sondern das Teil hat Organe. Susi, zeig mal die gesunden Organe deines tollen Autos. Das mache ich doch gerne. Einmal die, mache ich mal eben die Motorhaube auf. Viele erwarten einen Motor, aber der ist natürlich auf dem Fahrzeug nicht vorne. Das ist natürlich nur der Tank und ein ganz kleiner Kofferraum. Also man fragt sich wirklich, wie die früher da mit in Urlaub gefahren sind, mit 4 Leuten und noch einem Koffer und Kind und keine Ahnung. Alles dabei. Also das ist wirklich unvorstellbar. Ja, und hier hinten ist nun der Motor. Sein 26 PS. SRS, sag ich da nur zu, ne? Was? Ich habe nicht gehört alles. SRS, sag ich da nur zu. SRS, hat sie gesagt. Wow! La Deutsche Vita, willkommen. Danke, 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 ihr Lieben. Bringt weiterhin die gute Laune in die PS-Perlenwelt. La Dolce Vita.